Herzlich und willkommen hier zurück zu Let's Play Together mit dem guten Onkel Fief und dem T-Rex RP. Und dem Robot von Robot Let's Plays. Servus! Moin, jetzt pünktlich fängt es auch schon wieder an zu ruckeln. Ich könnte kotzen. Es ist nicht mehr. Naja, gut, jetzt geht's gerade noch. Jetzt geht's gerade noch. Also, es lässt sich noch verkraften, aber. Das ist aber komischerweise auch nur im Multiplayer so, wenn ich alleine zocke, da ist absolute Ruhe, ne? Also der Server, der ist echt. Was bei mir geht's so gerade? Ich weiß nicht, was bei dir los Also ich ist. weiß ja, dass da auch jüngere Leute zugucken. Entschuldigung, das sagt ihr aber genauso. Der Server ist scheiße. Ja. Der Ich Server ist einfach zu schwach. Der ist. muss Blöd. jetzt sagen, ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Probleme gehabt. Okay. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anders mache als ihr. Ich habe jetzt gegen. Anders insoweit, dass du ja das Texture-Pack nicht drauf hast. Ja. Siehst du, siehst Und du? wir haben ja diese HD-Packs drauf. Ich bin Mainstream, ich mach Games aus dem Kasten kommen. So. Mainstream, genau. Wer hätte hier die Laternen Ja. drauf gepasst? Hätten wir jetzt was drauf. Ich werde jetzt auch mal kurz was gucken. Ressource-Pack. Ich hoffe, das nimmt jetzt noch nebenbei auf. Du wirst es sehen. So, da hinten ist übrigens mein voll manuelles Bild. Was ist mit deinem Vollmanuell? Manuelles Feld. Okay, also es liegt wohl am Texture Pack. Ja, es könnte das Texture Pack sein. Es lädt jetzt auch wesentlich schneller. Also das scheint sich wohl irgendwie ein bisschen zu beißen. Okay, ja gut. Ja, dann lassen wir es erstmal so. Jetzt seht ihr natürlich wieder alle sehr, sehr normal aus. Gut, aber macht ja erstmal nichts. Jedenfalls ruckelt es nicht mehr so. Es sieht aber auch irgendwie interessant aus. So Standard. Ich weiß nicht. Ist ja langweilig. Irgendwas hat es hier. Ja, sprich dich aus. Ach, Onkel Fief weiß schon, warum ich gerade ruhig wurde. Weiß er. Ich habe dich gerade von hinten ein paar Mal angefallen und jetzt renne ich weg. Du rennst ja hinter mir her. Nein! Ich habe ein Schwert. Und ich Das habe eine hast du. Fackel. Willst du das, ja? Nein, Gut. Ah, servus. Ich suche dich doch. Komm Was mal ist denn das her. hier für, was ist denn das hier für ein komisches Weizenfeld? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich Mist, weiß meine ich. nicht. Scheibenkleister. Also ich mache die normalerweise auch anders. Ja, ich Ich auch. mache die Echt? normalerweise schön, also immer so zwei Felder und dann schöne Spur daneben mit einem Weg dazwischen und so. Das werdet ihr aber alles bei an anderer Stelle sehen. Das ist schon wieder billige Werbung. Ach ja, tut das gut so. Baut ihr mal ganz schnell Gehege? Was? Ganz schnell Gehege bauen? Bau mal ein Gehege. Du willst wohl da rein, oder? Ich komme gerade mit einem Schaf. Er kommt gerade mit einem Schaf, ist das Also korrekt? hast du einen Spiegel gefunden oder was? Nein, ich habe Weizen. Und du fütterst das Schaf jetzt mit Weizen an? Naja, fütter Ja. das Schaf mit dem Spiegel. Ja, ne, er kann, wenn er. Ja, doch, das funktioniert mit dem Weizen. Ja. Aber das Schaf bringt uns jetzt so viel wie fast gar nichts. Na und? Du Ja, solltest wir lieber können. Schweine und so suchen. Naja, Hab aber mit ich. dem Schaf können wir doch Wolle abbauen. Und wenn wir uns eine Schere bauen, dann können wir das auch dauerhaft machen. Da brauchen wir das Schaf nicht immer umbringen. Richtig. Bin ich d'accord. Das hab ich erzählt bei irgendeiner Minecraft-Folge. Ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte war. Die habe ich danach nochmal angeguckt. Da habe ich sie ja so gefeiert. Da habe ich auch gesagt, das Sinnvollste ist, die Schafe zu schlachten. Oh, da bin ich bald. Da konnte ich nicht mehr vor Lachen, Alter. Das war so geil. Wie hohl das ist. Natürlich schlachtet man keine Schafe. Natürlich nimmt man eine Schere. Wenn man eine hat, ja. Wenn man eine hat, genau. Ja, Was die ist tun wir doch. denn jetzt eigentlich? Wir Ich sind hier im Gehege. Gehege eigentlich. Ich hau ein Schaf an. Am Hin- und Herrennen. Pass auf, ich mach mir jetzt mal eine Schere. Du willst, dass die jetzt in dasselbe Gehege tun, ja? Erstmal. Okay. Ich das jetzt so verträgt, ich weiß nicht. Ich schieb mal das Schaf da rein. So. Jetzt hast du natürlich wieder aufgemacht und sogleich ist das Huhn abgehauen. So. Ja, mit einem Huhn kann ich leben. Das wird geschlachtet zum Essen. Du bleibst jetzt da drinne. Hey! Hier, ich war's nicht, du Affe, Junge. Ach so. Ah, oh, so herrlich.
Schön. So, das Schaf habe ich jetzt mal Lalalala. geschoren. Es Ja, sieht ich hab's total, das sieht gehört. Das liebt dich, das genial Schaf. aus. Ich hab erst gedacht, du hättest dir. Das liebt dich, das Schaf gerade. Ich hab erst gedacht, du hättest dir die Haare abgeschnitten, aber. Mir, ich kann ja Jo. mal hier unserem Freund, wie heißt er denn, Son Goku. Lass das nicht raus, lass hier nicht raus. So, jetzt ist es wieder mit raus. Jetzt rennen wir zur dritten an einem Hut. Nicht doch um, ui. Doch, jetzt habe ich was zu essen. Ach so, okay, gut. Das gebratene Hühnchen. Aber komischerweise habe ich auch gebratenes Hühnchen. Dieses Hühnchen war doch gar nicht gebraten. Das hat auch Nein. noch gelebt. Ja. Vielleicht ist es warm. Hier auf jeden Fall ist noch mal 64 Glas. Ich weiß nicht, wer das angesetzt hatte hier im Ofen. Egal. Ja, wer denn sonst? Ja. Ohne Mist Habe ich jetzt. doch gesagt? Und du rennst jetzt hier mit dem Hühnchen durch die Kante. Ja, ich habe mir da mein Hühnchen aus dem Ofen genommen, wo ich glaube, dass es deins gerade war. War meins. Okay, gut, warte, dann gebe ich es dir Aber mal mein jetzt. Hungerbalken ist noch voll, das ist nicht so schlimm. Dein Hühnerbalken, jetzt habe ich dir eins hingeworfen und du bist nicht mehr da. Der Hungerbalken, mein Hungerbalken ist Was noch der voll. Hungerbalken? Ich habe Hühnerbalken verstanden. Ich habe So, doch. was habt ihr jetzt gegen dieses schöne Weizenfeld? Das Dieses sieht. Weizenfeld sieht nicht aus wie ein Garten. Also ich würde das immer schön irgendwo, ja, mit ans Haus oder so machen, mit verschiedenen Gehegen oder so. Ich würde es halt schöner machen. Ja. Nicht so schön. Also, wenn das interessiert. Ich hätte jetzt hier noch einen dritten Rang gemacht. Wie hier. Ups. Hier so, wie hier. Wie er nicht aus dem Wasser Und so. auftaucht. Ich könnte mich wegschmeißen. Also hier so und hier so und das. Was machst du dort eigentlich? Weiß ich nicht. Gut. Für alle, die sich jetzt wundern, was ich hier eigentlich die ganze Zeit mache, nämlich nichts, ich beobachte. Ich beobachte auch. Beobachte. Ich stehe direkt über dir und beobachte dasselbe Schauspiel. Ja, es ist. Jetzt ist er aber wieder Jetzt draußen. Jetzt ist ist er. er weg. Ich renne hier mit meinem Hühnchen durch die Kante. Renn mal mit Was gibt deinem denn da hinten Hühnchen. eigentlich? Was kann ich mit der Feder machen eigentlich? Da hinten ist ein Ich Lavasee. kitzel. Ich kitzel die Mit mit der der Feder. Feder kann man irgendwann mal ein Buch machen, beziehungsweise Feder. ein Aber beschriebenes ich. Buch. Robert, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade hier im Menü. So. Ah, Ist okay. jetzt. Ja, nee, weil es schon wieder so geruckelt hatte. Und ich glaube aber, dass es irgendwas mit der Weide zu tun hat. Ich habe nämlich meine Chunkweide auf 32 und jedes Mal, wenn der ausgeladen hat, fängt das Urrichs an zu ruckeln hier. Okay. Vielleicht liegt es ja daran, jetzt läuft es erstmal wieder flüssig. Das ist auch schön. Was ist denn da unten? Was hast du denn hier versteckt? Gar nicht. Ja. Ist klar. Ach Werde ich mal so, gleich deswegen hier ist das stehen? da Werde ich so. gleich mal hier stehen bleiben? Deswegen ist das da Du so. stehst Ach immer noch da so. irgendwo in der Gegend rum. Nee, schon wieder. Schon wieder. Ich habe mir das jetzt alles nur mal ein bisschen angeguckt hier. Okay. Ist das schön, gell? Schön gemacht, sag ich doch. Eigentlich passt hier alles oben und unten nicht zusammen und die zwei Häuser passen nicht zusammen und. Ja, ich wollte gerade sagen, was sind denn das hier eigentlich für Löcher im Boden? Ja, und ich habe mich unten Da gewundert. ist eine Mine drunter. Eine Steinmine. Ja. Eine Steinmine. Ja, eine Steinmine. Also wirklich nur, um rein Stein abzubauen. Man kann, das ist total toll hier mit dem, das ist ja, man kann hier eine Kirche draus machen. Das ist wie ein Altar. Ja, gell, kann man so Ja, machen. so ein Das bisschen, ist ein ja. unterirdischer. Warum ist hier unten Holz? Muss ich das Ja, das verstehen? frage ich mich auch schon. Ich muss das nicht verstehen. Nee. Gut. Ich baue da hier mal dieses. Ach so, du wolltest das wegen Altar jetzt stehen lassen oder was? Nee, jetzt baue es doch ab. Das Kreuz können wir auch so hinbauen. Nein, ich baue hier natürlich kein Kruzifix hin. Also ich bin da der Letzte, der sowas freiwillig macht. Entschuldigung bitte an alle Christen, die das jetzt gehört haben. Ist doch jedem selbst überlassen, aber. Wie Ne? rum es mag. Richtig. Mir ist das eigentlich relativ Wurst. Woran irgendjemand glaubt. Also, ja, jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen letztendlich. Ja. Ne? Kann man ja auch haben. Haben wir jetzt so ein spezielles Ziel oder gerade im Moment? Wir haben kein Ziel Im Moment eigentlich. nicht. Gut, dann mache ich ein Gehege für die Schafe. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja schon mal dein Schafsgehege anfangen. Ich weiß ja nicht, wo du das Schaf hergeholt Ich hast. steck dir die Da Fackel in den hinten Arsch. irgendwo. Ey! Ich habe dir die Fackel in den Arsch gesteckt. Ja, toll, jetzt bist du Würmchen. Okay, ja, jetzt sind wir mal wieder hier. Wir sollten aber mal irgendwas bauen. Aber was bauen wir denn?
Wie wär's mit einem Dom oder einem Schloss? Ja. Was Größeres. Was Ja, Größeres. was Größeres. Aber dafür bräuchte man erstmal Brachfläche, wa? Ja, definitiv. Und das ist auch, ja, dann hat, sagen wir, natürlich das Problem, dass der Robot hier natürlich die Felder reingebaut hat, weil dann bräuchte man eventuell auch mal diese gerade Fläche. Richtig. Wir können aber was anderes machen. Wir können ja ab hier alles wegreißen. Also da, wo ich jetzt mal bin. Ich bin sofort bei dir. Ich muss mir nur kurz ein Werkzeug bauen. Ja, Das will ich auch sehen, wo mach er ist. mal. Ach, da. Ja, und hier kann man ja einfach mal ein bisschen terraformen und. Alter Leute, ich muss hier mal den Ton etwas leiser machen, sonst kriege ich hier Backpfeifen. Nur noch keinen Platz mit. So. Keine Schaufel. Schaufel habe ich jetzt auch nur eine oder zwei, aber wir haben ja auch nur die Faust. So, das Das war schon Pflaster, das. wollte ich sagen. Genau, Hast du keine mehr? das war schon die erste. Aber wir haben ja auch genug Eisen, wir können uns ja dann richtig mal eindecken mit Eisenwerkzeug. Ist das auch so? Da willst du jetzt erstmal alles plattreißen, ja? Ja. Fahren wir Da, wo der so. schwebende Baum ist. Ich mache mir erstmal einen schönen. Ich mache das Gehege, so. Ich kümmere mich ums Gehege erstmal. Bau das ja Genau. woanders hin, nicht hier. Nein, ich mache es hier direkt daneben. Bau das doch ein bisschen auf der Anhöhe. So Genau. ein bisschen da, wo diese Birken sind. Hier so Damit die eins Schafe drüber. auf der Weide auch was zu fressen haben. Genau. Toll. Richtig. Ja, das ist es ja gerade. Viele machen sich dann immer so ein ganz kleines Gehege, aber das ist doch nicht authentisch. Kein Schaf ist in einem 3x3 Meter großen Gehege. Stimmt, immer ein Quadratmeter Zäune sind da drinne. Ja, ganz Ja, so wenig jetzt auch gut, nicht ja. gemacht. Ja, gewissermaßen wahrscheinlich ja, aber. Bau hier mal bitte eine Werkbank hin. Hast du mir jetzt einen Befehl gegeben, ja? Ja, bau da mal bitte eine Werkbank hin. Oh, hier. Das ist nicht zu fassen. Aber nur weil du bitte gesagt hast. Ja, ich habe bitte Ja. gesagt. Die Neulinge, die Stifte, wir werden hier behandelt wie. Jetzt hast du, deswegen wollte ich das, wegen diesem fortgeschrittenen Handwerk. Natürlich. Ja. So, und dann bauen wir uns nämlich mal hier so richtig schön. Wir haben kein Eisen, ne? Nee, ist auch Ja, egal. aber Eisen habe ich hier irgendwo rumkullern. Pass auf, pass auf. Okay, das ist Hier, jetzt zack. ein bisschen Da hast du schlecht. dein Eisen. Okay, gut. Ich habe hier nämlich schon zwei Eisenschaufeln in meinem Inventar. Das sagst du mir, wenn ich So. mir 15 Steinschaufeln mache. Das ist sehr Das schön. ist Kommunikation. Ja, total. Ja, was heißt Kommunikation? Ich könnte ja einfach sagen, du hast nicht gefragt. Das ist richtig. Das ist auch wiederum nicht gelogen. So. Ey, komm rein hier. Bin zu fett, bitte. Was? Ich kann nicht mehr rein in die Tür. Es wird dunkel. So, das Gut. nächste ab. Hat hier eigentlich schon mal irgendjemand Kürbisse gefunden? Ich hätte gerne so Ja. übelst Kürbislaternen. Ich glaube, Robert hat welche im Inventar irgendwo, oder? Ich hatte mal die Truhe getan, aber die Du gibt es nicht hattest es. Ach mehr. so, ja, stimmt. Okay. Wie sieht's denn hier jetzt weiter aus? Ja, es ist schon ein bisschen hoch wird es dann schon, aber dahinter geht es auch wieder runter. Das heißt, wir reißen erstmal den ganzen Berg weg, dann haben wir richtig viel Fläche. Wir reißen den ganzen Berg weg. Du Ja. weißt aber schon, was das für eine Fläche ist hier. Ja. Du, man muss dann nur ein bisschen aufpassen, weil oben, so wie ich gesehen habe, noch Wasser drauf ist, aber das kriegen wir schon hin. Das ist nämlich schön, wenn ich solche Projekte immer mache, dann sind die meistens so, ja, es ist meistens scheiße, wenn man es alleine machen muss. Ja. Aber so, wenn man so zu zweit oder zu dritt ist, da fetzt das wesentlich mehr. Es gibt ja manche Server, ich war ja mal auf einen mal so ganz kurz drauf, da sind hier 50 Leute rumgerast oder so. Und es war faszinierend, dass die da wirklich 30 Mann an einem Projekt gearbeitet haben, es war Wahnsinn. Glaube ich. Also, aber natürlich alle im Kreativmodus, das heißt, ja. Ja. Jeder Einzelne uns um Längen voraus. Jetzt muss ich doch mal doof fragen. Diese Scheiß, diese dumm, Entschuldigung, Zäune da. Ja. Was ist mit denen? Wie war das nochmal? Also zweimal Holz, zweimal Stäbchen und nochmal zweimal Holz. So schaut's aus. So rum war das, okay. Und wenn du eine ältere Version hast, dann einfach sechs Holzstäbe.
Das versuche ich nämlich die ganze Zeit wieder. Ja, das ist noch, das ist aber noch so drinne, das ist. Also, ja, Ja. das ist einfach noch so drinne. Das wird auch noch eine Weile dauern. So, machen wir mal ein paar. So, das sollte reichen. Ich habe die Welt, glaube ich, auch noch, wenn mir das mal einfällt, die wieder reinzuziehen, könnte ich ja mal so eine Art Netz-Show machen. Ich hatte ja schon mal eine ganze Stadt gebaut. Ohne Kreativmodus, lustigerweise auch mit Leuchtturm und alles. Cool. Mit Das, Leuchtturm. ja, wirklich mit Leuchtturm, das sah auch richtig geil aus. Vielleicht kriegen wir das hier auch noch hin. Na, ich gehe doch davon aus. Wenn du mir noch ein bisschen im Weg rennst, dann hau ich dir einen rüber mit der Schaufel. Und das ist nicht mal mit Absicht. No. So, das war die nächste. So, und meine Schaufel ist weg. Hier ist sie jetzt wieder. So, ich werde mich mal hier so nach hinten buddeln. Dann machen wir mal ein Gehege. Hast du das immer noch nicht fertig? Ups. Lalalala, jetzt geht das wieder los. La 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 Ey, das ist furchtbar. Das ist auch im Single ist das so, dass ich hab's ständig gehört, ja. Immer dieses Fast. beschissene Weihnachtslied, ey. Fast zur Weil ihr. richtigen Tageszeit. Ja, es ist Juli, ne? Sagt er fast. Ja. Ja, wann auch immer du, das war wieder mein Handy, wann auch immer du das Let's Play gucken wirst, wir haben es im Juli aufgenommen. Auch wenn es jetzt Winter ist und du in deiner Bude sitzt und es arschkalt ist, jetzt ist es gerade nicht so. Nee, wahrlich nicht. Und letztes Wochenende war es richtig heftig. Es soll ja dieses Wochenende auch wieder so schön warm werden. Ah, ich hoffe es Ja, ich nicht. hab's gehört. Ab wann sollen wir jetzt wiederkommen? Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass es hieß am Wochenende, dass das dann Freitag mit einschließt, also ab Freitag. Mein Inventar ist voll. Komm her, du scheiß Schaf. Wir brauchen jetzt definitiv mal ein paar Kisten hier, damit wir die Erde runterkriegen. Ich habe aber kein Holz mehr. Hast du denn noch Holz? Holz? Ich kann auch Ja. nichts, ich kann auch nichts mehr aufnehmen. Es müsste mal jemand zwei Kisten bauen. Warte, 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 warte. Sobald das Schaf hier drin ist. Ich baue mal fix zwei Kisten. Sieht aber interessant aus, wie er da hinten mit den Schafen rummacht. Aber hast du es gemacht? Aus! Ist auf der Anhöhe doch besser, ne? Das ist ein bisschen versetzt, das sieht gut aus von hier Ja, ist aus. doch richtig. Ne? Ist auch etwas größeres Feld, wie gesagt. Ja. Gehege. Aber du hast nur ein Schaf, ne? Erstmal ja, aber ich. Ja. Ist was, ich habe ja noch ein Dings einmal Getreide. Ich zieh mal kurz los, vielleicht finde ich noch eins. Ja, mach mal. Versuch mal. But, 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 but. Oh weia. Oh weia. Reichen denn zwei Kisten fürs Erste? Ja, reichen. Willst du Such die Erde das. reintun oder was? Ja, na, das Inventar ist schon sowas von voll. Ja, aber jetzt so eine Frage: Brauchen wir wirklich jemals so viel Erde? Die Erde brauchen wir natürlich nicht, aber was willst du denn machen? Wegschmeißen. Willst du einen Kreativmodus anmachen und einfach reinboxen? Wegschmeißen. Das Nee, spawnt irgendwann vertrau weg. mir mal, irgendwo musst du dann schon wieder aufbuddeln und du kriegst die Erde immer weg. Und wenn du hier ein bisschen den Strand ausbaust oder sowas, oder. So. Mäh, wo bist du? Mä, wo bist du? Ja. Ist auch schön. Ist der Schafflüsterer. So. Genau. Ich hoffe, ich muss nicht so weit weg, sonst finde ich nie wieder zu Hause. Ich kenne mein Talent. Da fällt mir dieser Junge ein. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ich kann tote Schafe sehen. Gab's Was hier? war das? Was war das für ein Film? Also das Original ist von The Sixth Sense, ne? Ja, genau, richtig. Was ist das Ende der Welt? Aber Oder wie auch immer. der hat Warte. gesagt, er kann tote Menschen sehen. Ich weiß, aber er hat ja mit Schafen zu tun. Also, Robert kann tote Schafe sehen. Gab es hier auch so einen Film, wo so Horrorschafe waren?
Doch, hab ich mal einen Trailer gesehen. Da hat er den Schaber durch angegriffen und über die Kehle durchgebissen. Ja, wahrscheinlich. Also, Hammer, ey. Wahrscheinlich das gleiche wie diese Riesenspinnen, nur dass statt eine Spinne über den Berg dann ein Schaf über den Berg kommt. Naja, fast. Ein Schaf mit 8 Pfoten oder so, oder mit 8 Beinen. Nee, also Schafen sahen normal aus, sage ich mal. Okay. Aber trotzdem, da haben die Schafe irgendwie verrückt gespielt, haben Leute, naja. Ja, das muss ich nicht unbedingt sehen, also ich glaube, das ist... Ich habe einen Trailer gesehen, ich wollte den unbedingt sehen, ich habe den nie gefunden. Okay. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, das ist leider mein... Hast du mal in der Suche Schaf eingegeben, oder? Ja, das ist für mich klar. Horrorschaf, genau. Ja, was sagt eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt jetzt gerade genau 20 Minuten. Oho. Also die Folge heißt Horrorschaf, ne? Ja. Schaufel ist jetzt sowieso meine Schaufel. Ich müsste mir jetzt nämlich erstmal wieder neue Schaufeln basteln. Da muss ich jetzt erstmal zurückrennen, deswegen habe ich gerade gefragt. Okay. Dann passt das ja, würde ich sagen. Machen wir an der Stelle einen Break? Ja, warte, ich mache jetzt noch ganz kurz. Ich suche auch noch ein Schaf. Reihe hier weg und dann gucke ich Richtung Sonne und dann mache ich aus. Das ruckelt auch bei mir. Siehst du? Kaum guckst du Richtung Sonne, ruckelt es bei mir. Das ist furchtbar, ne? So, also ich bin jetzt fertig, ich gucke jetzt Richtung Sonne und bin... Ist das ein Schaf? Ein Schaf! Mach ich da runter. Gut, Robert hat sein... So, an dieser Stelle werden wir mal den Surfer runterfahren. So schaut's aus. Was? Komm, put. Robert, das ist ein Schaf und kein Hühnchen. Das ist doch egal. Put. Ja, also... wo bin ich denn hier? Ich weiß jetzt nicht, was es hier noch machen soll. Ich sehe den Onkel Fief da stehen, wie er in meine Richtung schaut. Richtig, ich schaue Richtung Sonne. Ich schaue mir den monumentalen Sonnenaufgang an. Genau, diesen Minecraft-Sonnenaufgang. Aber mal... wie sieht's denn jetzt aus? Wollen wir erstmal kurz einen Break machen oder was? Machen wir kurz einen Break, ja, auch so. Gut. Auflaufen. Genau. Bis später. Tschüss. Bis dann. Ciao. Mhm.